Ja, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hier ist was zu futtern. Ach man, du bist ein Arsch. Ah, jetzt fliegt er doch dahin. Nee, doch nicht. Er fliegt zu mir. Wir haben sogar mit Narkose hier diese Narkose-Darts probiert, ne? Ein Schuss tot. Bei einem Health von 1300 noch was. Ein Schuss tot. Das ist ja schon die Schwächste gewesen. Ja, die haben ihn auf 6,0 gestellt. Ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß, wie kacke das ist. Alle Viecher, die wir dem wollten. Tot, 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 tot. Ja. Ach, das hat mich nicht gestört. Wir waren fertig mit dem Bauen. Da haben sie es auf 3,0 gestellt. Weil wir mit einem fertig waren eigentlich. Fand ich okay dann, weil wenn wir schon fertig sind mit dem Bauen, warum nicht? Ja, die zweite Basis, ganz ehrlich, die zweite Basis haben so gesehen zwei Leute zusammengebaut, geschustert, kann man sagen, ne? Und die Basis ist nicht gerade die kleinste, sagen wir es mal so. Wir haben zum Beispiel das Haus für unsere Tiere so groß gebaut, wie es eben nur ging. Wir haben die maximalste Anzahl genutzt, was wir machen konnten. War am Anfang 30x30, war zu groß. Am Ende war es 25x22. Mal 22, weil es einfach viel zu groß war. Ist nicht gerade sehr groß. Ja, kommt auch drauf an, wir haben auch sehr viele Pillars dazu mit verbaut. Das muss man auch noch dazu sagen, weil wir haben Aber wieso das denn? Ja, da hatte ich bei mir meine anderen Viecher, die da durch. Ja, ja, das war bei mir auch schon passiert. Da musste ich das ganze Zeug hier abreißen, damit ich überhaupt meinen Spinosaurus daraus kriegen konnte. Nee, glaube ich dir. Ja! Es ist narkotisiert! Oh, endlich! Ja, weißt du, wie lange das gedauert hat, ey? Boah! Naja. Du tötest auch nicht einen Quetzel mit einem Schuss, oder? Siehste? Kannst du auch zum Glück sagen, ganz ehrlich. Juhu! Kanus! Fleischfabriken! Für Prime Meat! Das wird lustig! Ey, mein Quetzel ist sowas von voll mit Fleisch, dass er überhaupt nichts mehr abfahren kann. tausend irgendwas hat er an Kilo zwar, aber es bringt nichts. Er ist noch nicht mal voll. Er hat immer noch Gewicht frei. Kann trotzdem nichts mehr abfahren. So, dann mauxen wir mal alles ab. Hier kommt ihr auch zu mir. So, schnell zum
Ne, zum Agentabis zurück, ey. Ich hab da extra Raw Prime Meat jetzt gesammelt, weil es geht ja viel schneller damit. Und das ist auch natürlich effektiver, ne? Man hat dann wahrscheinlich auch mehr Level. Ja, gib mir das Kribbeln, dann hab ich's. Gib mir das Kribbeln, dann hab ich's. Ein Kühlschrank. Verdammt, wo ist der jetzt? Wagenthaus weiß ich schon gar nicht mehr, aber ist sowieso egal. Ich kann sowieso nichts davon nehmen. Dege war es, da habe ich doch richtig gedacht. Gut. Ja. Cool, dass ich es endlich geschafft habe, den K.O. zu kriegen. Ich habe mir auch ein Level 2. Oh, ein roter Strahl. Direkt vor meiner Nase. Geil, gerade erschienen. Ich habe mir auch schon einen Säbelzahntiger getamed. Level 72. Er hat das überlebt. Ach, allein ist das auch nicht schwer eigentlich. Ich finde das auch nicht mal so schwer eigentlich. Böse Agentavis. Ganz böse Agentavis. Geh mir nicht auf den Keks. Alter, das wird dauern. Den zu tamen wird dauern. Garantiert wird das dauern. Der kriegt 34 Level dazu, wenn es klappt. Wenn alles perfekt klappt. Zurzeit zumindest 34. Auch wenn er nur 30 dazu kriegen würde, ganz ehrlich, das sind immer noch Level 100. Danach, wenn ich den habe, dann mache ich heute nur noch Viecher füttern und heute Schluss, ey. Geil! Ich weiß nicht, ob die Blaupause so häufig schon gekriegt hat. Autotourette? Blaupause? Wissen ist Macht. Kennst doch den Spruch, oder? Wissen ist Macht, bis es kracht. Nee. Wissen ist Macht, bis es kracht. Der Agentabis ist nicht normal. Der Agentabis ist nicht normal. Allein schon mit Level 70.000, der ist noch nicht mal getamed, ne? Noch nicht mal getamed. 1575 Stamina.
Auf was habt ihr denn eure Dinger eigentlich? Spielt ihr gerade auch im Privatserver oder was spielt ihr jetzt? Also nicht erhöht von, nicht erhöht das andere oder wie jetzt? Verdammt, das ganze Zeug vergammelt bald. Ich muss mir ein neues Prime holen. Ja, wir haben noch nicht so viel Kibbel gemacht. Wir haben auch nicht so viele Dinosaurier und so. Ich habe nur 10 oder 15. Der und Laguna 10:15 Uhr. Ja, nach dem Patch finde ich es auch besser, wenn man die nach dem Patch tamet, weil nee, nach dem Patch ist alles anders und da sind vielleicht auch die Dinos. Sind die zwar. Ja, sind ja eben anders, ne? Welches Level bist du, blöder T-Rex? Ein toter T-Rex. Ich wollte keinen Stein, ich will das Fleisch. Säbelzahntiger hier gehen mir gerade auf den Keks. Aber das Höchste, was wir hier bisher gekriegt haben bei Durability 3, 4,0,4. Hier diese Level Difficulty da. Haben wir gerade mal das höchste, warte mal, 78. Ja, ist bei uns nur, ist bei uns 78, das höchste bisher. Das ging nicht höher. Sogar mit Difficulty 0,4. Ja. Kommt sofort zurück, ihr Schweine! Ich mache euch sofort kalt! Ich brenne die ganze Zeit schon. Wortwörtlich. Juhu, kommt zurück. Ja, brave Jungs, kommt zurück, damit ich euch erschlagen kann. Ganz schnell und ganz tot. Ein Level 75er Kano. Lustig. Kano, bist du irre? Also Level 75er Kano würde ich nie und immer zähmen. Brauche ich nicht so ein Vieh. Nehme ich lieber einen Giganotosaurus. Ist lustiger. Achtmal Prime Meat, nicht schlecht, nicht schlecht. Gerade ist ja alles erhöht so gesehen. Ressourcen, dies, das, jenes, total scheiße. Ja, das kommt ja auch auf den Damage an, was der T-Rex da macht, ne? So, ich stelle mich als. So, wenn der Agentaus nicht gleich fertig ist. Perfekt, ey, dann habe ich mein Zeug heute alles erreicht, was ich erreichen wollte, zumindest. Eine Sache fehlt bloß noch. Eine einzige Sache. Immer noch 34 Level kriegt die Sau, ey. Krass. Das ist krass. 34 Level kriegt er immer noch.